Oder andersrum. Oh, Essen. Du kommst mir bekannt vor. Hab ich dich schon mal verklappt? Ist das langweilig? Das ist nur. Wenn wir jetzt hier im Hafen wieder was klauen, dann gibt es hier wieder Verfolgungsjagd. Nana! Hilfst du einem Mann in Not? Gerade nicht. Das ist so oft zu mäßern. Ist wahrscheinlich wieder hier oben auf dem. Auf dem Schloss. Wo führt mich der andere Pfeil hin? Aha. Ich hab dich in Ruhe. Pass auf, wo du hintrittst. Ob der so stark ist, ihr? Ja, der weiße Bart. So, hier mal eben mit dem Navi folgen. Der Weg dürfte uns bekannt vorkommen. Da können wir nach wie vor nicht rein. Und rein in die Burg. Grüß dich, weißer Wolf. Doch, diese Ficker auf Farbe fallen beim Anblick der kaiserlichen Sonne doch. Wir brauchen ihn. Ah. Bran würde der Verräterin selbst die Kehle durchschneiden, wenn er noch lebte. Und wir hätten diesen Welpen am Tag seiner Geburt ertränken sollen. Ich suche Moissack. Oh, der ist da auch drin. Bleich wie ein Karpfen am Strand. Wenn er den Balk nicht zur Vernunft bringt, wer dann? Aber nein, sagt er. Die Götter haben uns einen König gegeben, den wir unterstützen müssen. Unterstützen? Was denn? Dass man den König geworden. Auf den Pfeil hält, während diese Hexe uns an die Schwarzen verschachert? Birna Bran hat alles hinter unserem Rücken eingefädelt. Sie leugnet es nicht mal. Ich weigere mich, diese Schmach mit anzusehen. Ah ja. Kämpfen, werden sie abziehen, auch zum Moissack. Ist alles noch hier. Wer ist das? Ich glaube, die Hexe auch gebrochen. Niemand von Bedeutung. Wie gesagt, wir besprechen die Einzelheiten später. Seine Majestät akzeptiert das Dokument in der aktuellen Form. Hätte nicht gedacht, dass ich das erleben muss. Wir sind bereit, das Abkommen zu besiegeln. Was muss ich dir zahlen, damit du ihr auf der Stelle den Kopf abschlägst? So viel wie für eine Erinie. Verlockend. Der König verspricht, dass alle Bedingungen bis zur Sommersonnenwende erfüllt sind. Bevor ich unterzeichne, will ich das aus dem Mund des Königs hören. Zwanrig? Oh no. Ah, jetzt gibt's hier wieder Schlachten. Sehr schön. Na, fantastisch. Wir wollten doch nur reden. Muss jetzt hier wieder gleich gekämpft werden. Oh, und zu viel auf einmal. Meine Fresse. Nilfgaardische Soldaten. Da können wir hoffentlich mit dem kämpfen, mit dem reden. Ach, die Messen werden hier schon getötet.
Ist wohl gar nicht mal so schwer. Wir brechen sofort auf. Hört ihr, was der König sagt? Bewegung! Ins Gelege kann jeder König werden. Er muss nur die Yards auf seine Seite bringen. Bisweilen schafft das auch ein kleines Licht, vor dem die Clans keinen Respekt haben. Von Zwanrig aus dem Clan Tyrsech hatte niemand viel erwartet. Doch er ging als der Begründer einer Dynastie in die Geschichte ein. Außerdem als der König, der alle Clans gegen Nilfgaard vereinte. Ah. Zwanrig, wer hätte das gedacht? Die Jarls haben wieder jemanden, an den sie glauben können. Und, was bringt dich her? Die Sorge, du könntest einen Skandal aufs Gelege verpassen? Hör zu, Moissac. Weißt du etwas über den Sonnenstein? Der Legende nach ist er irgendwo aufs Gelege. Erst die Maske von Ouroboros, jetzt der Sonnenstein. Die Monster können aufatmen, da du Schatzsucher geworden bist. Die Ents'ei der Elfen haben mich noch nie interessiert. Aber dieser Skalder Eivind, der könnte dir helfen. Hat mir mal was von unzugänglichen Höhlen oder Ruinen oder so erzählt. Wo finde ich ihn? Heute? Das wird zweifellos in Arinbjorn. Du könntest auch die Perlentaucher Erling und Matthias Fischlung fragen. Die jagen derzeit am Osten. Matthias Fischlung. Was für ein Name. Fischlung? Interessant. So nennt man ihn. Kann stundenlang am Stück tauchen. Niemand weiß, wie er das macht. Aber ich habe einen Verdacht. Du magst ihn nicht besonders? Nichts Persönliches. Ich konnte schon seinen Vater und seinen Großvater nicht leiden. Ah, ja. Danke für deine Hilfe. Eins noch, Geralt. Die Vorfahren von Matthias und Erling hätten diese Ruinen schon vor Zeiten geplündert. Matthias. Als ob das Name hier ins Gelege ist. Magische Barriere geschützt wären. Nimm eine Zauberin mit. Zweifellos hast du mindestens eine dabei. Sogar eine ganze Sammlung. Ach, mögen die Götter sich unser erbarmen. Okay. Sprich mit dem Baden Eivind. Find den Perlentaucher und sprich mit ihm. Den Matthias. Jetzt Loot. Und die Rüstung ist langsam ein bisschen. Was bringen die Langschwerter? Ist davon was zu gebrauchen? Da können wir das gleich wieder in die nächstwillige Kiste packen. Das meiste wahrscheinlich schon. Das Essen ist natürlich sehr toll. Was wir finden. Ich hoffe, wir finden hier irgendwo eine Truhe. Na, ich bin nämlich wieder schwer. Das würde ich mal gucken. Aktuelles Schwert 167 bis 205. Ja, das ist tatsächlich nicht schlecht. Sind tatsächlich nicht schlecht, die Schwerter. Das waren 43 Schaden. 45, ja, jetzt nichts so Großartiges, weil das hat die zwei Runen mit drin. So überragend ist das jetzt auch nicht. Silberschwert 363. Okay, müssen wir mal irgendwo ablegen. Ich würde das erstmal behalten, was ich habe. Rüstungsreparatur.
toll, diese Schwerter. Aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. Da regelt es nirgends vor, da ist eine Kiste. Lass auch mal hier ein bisschen was fallen. Vor allem die kaputten Schwerter. Und die unter 200 vor allem auch. Sehr schön, dann können wir wieder rennen. Bitte oder nicht? Lugos waren doch gefangen. Baden hat meine kleine Morgan Geburtstag. Du hast keinen Rest. Sprich mit dem Baden Erwin. Erwin. Nicht Erwin. Ja, ein guter Name, aber. Ja, aber nein. Dann suchen wir mal die beiden Leute auf. Plötzlich ist nicht anwesend. Ah, der taucht auf. Ist ja geflogen gekommen. Mit Galopp. Auf zum Baden. Was jetzt hier am Wegesrand passiert hat und es gerade nichts zu jucken. Suche den Baden. Das hat ganz schön viel Ausdauer, das Pferd. Das ist echt ein gutes Pferd inzwischen. Aha, hier sind sie auch kriegsbereit. Laufplätze! Doch, so. Dann sag ich doch, hier geht's lang. Oha. Da geht's steil bergab. Um die Brücke herum. Hier längs. Hätten wir bestimmt auch per Schnellreise machen können. Aber nein. Beim nächsten Raubzug gehe ich mit. Ah, hier wird über den Krieg geredet. Wenn die Schlacht ziehen will. Hier sind hohe Klippen.
Komm schon, Plötze. Los, los. Ich muss mal hier ein bisschen zu Fuß weiter. So, sind wir bald da? Schaut nämlich nicht so aus. Keine Herausforderer weit und breit? Ha, wir haben einen Gast. Gerald von Riva persönlich wird dich beschämen. Sekunde. Was hat ein Dreckskerl wie du? Ich grüße dich. Du kennst mich? Ja, ich hab von dir mal gehört. Kurz kloppen hier. Ich weiß nicht mehr genau, aber es war sicher unangenehm. Ich hab gehört, ihr macht hier Kämpfe. Da hast du richtig gehört. Versuch dein Glück, wenn du willst. Ich bin bereit. Kämpft ohne Gnade, aber ehrenvoll. Na denn. Grimm. Oha, der haut auch nicht zu. Müssten wir ausweichen. Verdammt. Heilige Scheiße. Das können wir doch hier nicht verlieren. War mir so sicher, dass wir hier gewinnen. Jetzt sind wir tot. Grimm gewinnt klar gegen Geralt den Reisenden. Der Verlierer hat natürlich ein Anrecht auf eine Revanche. Wenn er Manns genug ist. Holy shit. Die wurden wir ordentlich vermöbelt. Hier sind wir schon am Ziel unserer Reise. Jetzt nicht. Suchst du nach Nilfgaards Flotte? Flotte? Ach ja, da war was. Nein, ich habe Wichtigeres zu tun. Nach meinen Berechnungen ist es heute soweit. Gevorg, der legendäre Weiße Wal, durchzieht die Gewässer der Skellige. Aha, der Bade Ava. Darauf warte ich schon mein ganzes Leben. Halten wir gemeinsam nach Gevorg Ausschau. Und du erzählst mir, was du über Elfenruinen auf Skellige weißt. Ich habe mal von einer Höhle gehört, die niemand betreten kann. Das ist doch gut so. Sonst wäre sie längst geplündert, wie all die anderen. Ja, ein besser Wahl. Hey, Wind. Was? Ich wollte dir versichern, dass ich mich in der Höhle nur umsehen will. Recherche. Nachforschungen? Ich schreibe eine geschichtliche Abhandlung über die Enseide, unter Anleitung von Moissac. Moissac? Der hat sich noch nie um die Bergelfen geschert. Du bist Durchschautverschwörer. Na toll. Und wenn du mich in Stücke reißt, von mir erfährst du nichts über die Höhle. Das ist schlecht. Bin ich davon nur vom Perlentaucher was. Und Ahab hat seinen weißen Wal verpasst. So, wo ist denn der Perlentaucher? Wie weit ist das jetzt wieder? Nicht, dass wir da schon wieder eine Reise, eine Weltreise machen. Oh, das ist doch ganz in der Nähe hier. Müssen wir nur einmal hier hin. Nicht in die gesetzte Richtung. Ist erst ist nass.
Vielleicht können wir mit dem Schiff und dem Boot dorthin kommen. Sehr schön. Wir können endlich Boote fahren. Aha, ja, hier müssen wir hin. War das nicht die weiße, die... War das hier nicht die Nebelinsel, wo wir mal hin wollten? Sind wir hier nicht schon mal lang gefahren? Holy shit. Hier wollen wir links. Das ist ein Leuchtturm. Ich denke hier links, oder? Da kommen wir leider. Da kommen wir leider nicht durch. Müssen wir einen Bogen um die Insel noch machen. Das ist leider ein Hafen. Wir fahren außen rum. Ah ja, da sind die Dinger wieder. Die Seedrachen. Noch greifen sie uns nicht an. Ja, das kommt mir doch hier bekannt vor. Ich wollte ja eine gute alte Nebelinsel. Wo wir Ciri gefunden haben. Den Perlentaucher müssen wir finden. Immer die Insel umschiffen. Okay, wir fahren geradewegs drauf los. Da sind wir. Das muss das Boot der Perlentaucher sein. Ich komme nicht drum herum. Ich muss tauchen. Er heißt nicht umsonst Fischlumpen. Na dann, tauch. Tauch, Geralt, tauch. Drückt ja schon. Will wieder nicht. Zieht das kaputt. Was soll denn der Mist jetzt?
Und wer von euch am besten kämpft, kriegt keine Rüstung. Eine Herde Geistböcke soll den Augen schießen. Ah, wenn ich tauchen. Wo ist der Taucher? Okay, habe ich noch nicht. Doch mal kurz wieder auf vom Luft zu holen. Wo finden wir den denn? Hier muss der doch sein. Aha, eine Grotte vielleicht. Natürlich gibt es ja Sauerstoff. Er kann stundenlang tauchen. Ah, ja. Ich sagte doch, wir haben noch nicht Feierabend. Den hier mussten wir nicht mal rausfischen. Bist du blöd? Siehst du nicht, dass das ein Hexer ist? Was macht ein Hexer hier? Es gibt wohl keine Perlen mehr? Das geht dich nichts an. Wir nehmen, was das Meer hergibt. Sehr freiwillig sieht das nicht aus. Stimmt. Ich könnte ein besseres Messer gebrauchen. Ein paar Stunden und schon sind ihre Finger geschwollen. Hört mal. Angeblich wisst ihr was über Elfenruinen auf Skellige. Sagt wer? Moissac. Du sagst ihm doch nicht, was du heute gesehen hast, oder? Kommt drauf an. Elfenruinen, sagst du? Was willst du wissen? Ein Druide hat eine Höhle erwähnt, die ihr nie betreten konntet. Wo ist die? Östlich von Kaer Trolde. In einer Bucht, in die man nur von See reinkommt. Aber was genau? Was war das? Hörst du das, Erling? Herr Trunkener. Sonst ruf ich die Wache! Wir bringen uns natürlich hier wieder rum. Ich lasse mich natürlich hier wieder von ein paar Trunkenen umbringen. Als ob. Das war's tot. Meine Fresse. Augen, weißes Haar. Sprich mit Jennifer. Ah, okay, haben wir es jetzt. Haben wir schon alles bekommen, was wir wollten. Na dann raus hier. Nichts wie weg.
Wir waren auch Leute am Land. Thank you.